Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil im Meerwassertagebuch, zu meinem 625er Reefer. Heute geht es um einige Kleinigkeiten und Material, die ich eingesetzt habe, was sonst noch so passiert ist. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das Becken steht immer noch und es steht immer noch relativ gut, würde ich sagen. Und wir haben draußen extreme Temperaturen im Moment mal wieder. Ich glaube, heute sind knapp 30 Grad angesagt. Gestern waren es 34 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze auch ziemlich. Und ja, das eine... Momentan sind die Temperaturen noch nicht bis zu meinem Becken durchgeschlagen. Also ich habe maximal 26,7 Grad gehabt. Die Lüfter oben haben sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Alles okay. Und ich kann mich pauschal gesagt nicht genug beschweren. Was einhergeht mit diesem Wetter, ist in Anführungszeichen ein klein bisschen die Faulheit, die überhand genommen hat jetzt bei mir. Ich habe zu wenig gemessen, ich habe zu wenig aufgefüllt. Meine Werte Magnesium und Calcium sind geschwankt, weil ich zu faul war. Aber seht selbst kurz hier in der Tabelle. Ja, einhergehend mit diesen schwankenden Werten haben natürlich auch hier die ein oder andere Koralle gesagt, finde ich nicht gut. Im Bezug auf das Calcium war es die Seria Topora Calendrium oben links in der Ecke. Die ist um knapp die Hälfte geschrumpft. Nicht, weil so viel kaputt gegangen ist, sondern weil sie, ja, ich sag jetzt mal, den Teil, den ich abschneiden musste, blende ich euch auch mal kurz unten jetzt ein, der noch im Technikbecken ist, als Ableger. Da war ein Stück dran, ja, der von oben nach unten weiß geworden ist. Und wenn sowas passiert, muss man halt hingehen und, ich sage das mal, auch wenn es weh tut, großflächig abschneiden. Ich habe im Prinzip das großflächige abschneiden wollen und dann ist mir diese Koralle auseinandergebrochen, weil sie halt auch sehr filigran ist. Das andere Stück hängt noch oben in der Ecke und tut da ihren Dienst. Ja, was im Endeffekt auch noch passiert ist, meine Grundel hat mal wieder was gefunden und zwar ein Phosphatdepot. Hat im Endeffekt aber auch damit zu tun, meine Steuerung für die Riffspülung, die ich habe, geht über Nacht aus. Das heißt, die Pumpen ruhen in der Nacht. Und erst wenn das Licht wieder stark genug ist, dann gehen die Pumpen an und arbeiten im Wellenmodus gegeneinander, sodass da unten, ich sag jetzt mal, ja, einiges aufgewühlt wird. Zusätzlich kommt halt noch meine Polaris dazu, die ihr hier und da dann mal ein Depot findet. Und meine Werte sind dann wieder ein wenig nach oben gegangen, hat aber auch damit zu tun, wie eben schon gesagt, ich war ein bisschen faul, ja. Unter anderem bin ich halt hingegangen und habe mein Futter nicht ausgespült, was ich sonst immer jetzt in den letzten 3-4 Monaten immer gemacht habe. Weil ich nämlich gemerkt habe, dass das Futter relativ viel Phosphat einträgt. Und ja, dann bin ich halt hingegangen, hatte ich euch ja gesagt, habe das NO3-Redukt hier genommen von Aquamedic, das neue. Und ganz ehrlich gesagt, das ist ein Teufelszeug. Es tut tatsächlich das, was es soll. Es reduziert das Nitrat und es reduziert fast im gleichen Maße das Phosphat. Hier steht drauf 2 Milliliter NO3-Redukt auf 100 Liter alle 24 Stunden. Ich habe es eingesetzt alle 3 Tage, nee, stimmt gar nicht, alle 2 Tage und habe die empfohlene Menge reingepackt. Heißt also, nach insgesamt 4 Tagen hatte ich eine entsprechende gute Reduzierung des Nitrats gehabt. So, jetzt muss ich allerdings auch noch dazu sagen, ich habe noch zusätzliche Maßnahmen eingeleitet, um das hier zu unterstützen. Einerseits bin ich hingegangen und habe natürlich wieder mein Frostfutter ausgewaschen, weil ohne dieses Auswaschen funktioniert es einfach nicht. Ich denke, es wird einfach zu viel Material eingetragen, weil ich auch halt zu viel füttern muss, wegen der Menge, die ich an Fisch drin habe. Gut, dann bin ich hingegangen und habe die Trockenfutterfütterung, die ich normalerweise
dreimal am Tag noch gemacht habe, habe ich auch weiter reduziert. Dafür aber ein kleines bisschen mehr von dem Frostfutter, von dem gespülten Frostfutter reingepackt. Und alle diese drei Maßnahmen haben im Endeffekt dazu geholfen, dass das Zeug hier im Endeffekt auch das noch zusätzlich tut, was es soll, nämlich den Nitrat und das Phosphat runterdrücken. Und jetzt habe ich das wieder auf einen vernünftigen Level. Das war bei 0,14 oder 0,15 circa, so in den Drehen müsste es gewesen sein. Und ich habe es jetzt wieder runtergedrückt innerhalb von 4 Tagen auf einen Wert von 0,45. Also knapp um 0,1 gesenkt in 4 Tagen. Wie gesagt, das funktioniert unter anderem aber auch nur vernünftig, wenn man auch andere Maßnahmen einleitet zusätzlich und wenn man natürlich einen vernünftigen Bakterienstamm hat. Den habe ich natürlich aufgrund des eingefahrenen Systems, habe ich einen Bakterienstamm, der sich über so ein Zeug natürlich dementsprechend freut und auch darüber hermacht. Ja, im Endeffekt, die Abschäumung ist ein bisschen nasser eingestellt worden, es ist mehr Material rausgeholt worden und es ist tatsächlich vernünftig reduziert worden. Ja, alles in allem steht das Becken so, wie es stehen soll. Die Korallen wachsen und verursachen das, was man als Luxusproblem mittlerweile bei mir bezeichnen kann. Ich weiß nicht mehr wohin, aber in der nächsten Zeit wird wieder gegärtert. Da sind auch wieder neue Ableger vorhanden, die ihr dann bei mir hier vor Ort holen könnt, wenn ihr das möchtet und aus der Nähe kommt. Und ja, ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich wollte mich auch unter anderem jetzt hier nochmal bedanken, dass das Schweizer Mini-Riff von euch so gut angenommen wird, dass ihr also sprich wirklich mit, ja, ich sag mal, Elan verfolgt, wie dieses Riff da entsteht und wie schnell es auch im Endeffekt geht. Ich finde das richtig geil, dass es so funktioniert hat. Ich hatte ein kleines bisschen Zweifel gehabt, aber der Muas ist wirklich konsequent dran und ist konsequent am Messen und Tun und Machen und schaut auch, dass sein investiertes Geld da bleibt, wo es hingehört, nämlich A, dass es wächst und B, dass es nicht um die Ecke geht. Ich finde es geil und ja. Zum Zweiten wollte ich mich hier auch nochmals recht herzlich bedanken über die rege Teilnahme am Live-Talk am 2., den wir gemacht haben, der war auch genial. Wir hatten ein kleines Tonproblem, das ist richtig, das ist mittlerweile, das Tonproblem an sich ist behoben. Es wird definitiv besser, er wird besser zu verstehen sein. Ich werde auch noch weiterhin daran arbeiten, muss dann aber noch entsprechende Technik kaufen, damit das Ganze besser wird. Fakt ist, wenn wir den nächsten Live machen, da steht noch nicht ganz hundertprozentig fest, was, beziehungsweise wann, wird es definitiv besser, wird der Markus definitiv besser zu verstehen sein. Ja, alles in allem würde ich mal sagen, es reicht. Ich gehe jetzt gleich wieder raus in den Garten und gucke, dass ich mich ein bisschen abkühle, weil mir läuft mittlerweile auch die Suppe das Gesicht runter. Wenn euch das hier gefallen haben sollte, lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Wer den Kanal hier noch nicht abonniert haben sollte, abonniere ihn bitte, mach die Glocke an, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich mal wieder einen raushaue. Und ja, ich würde mal sagen, ich haue euch noch ein paar schöne Bilder um die Ohren. Heute mal ein bisschen vom Top View, den ich ja auch mittlerweile schon eine Zeit lang nutze von Aquamedic. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Mini-Riff aus der Schweiz, Produktvorstellung etc. pp. Bis zum nächsten Mal, ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao. We'll be right back.